Eine der häufigsten Fragen, die an uns gestellt wird, ist, wie die Prozesse ablaufen hier bei uns in unserem Haus, unter anderem immer interessant die Qualitätssicherung. Wir haben momentan gerade die Auslieferungsphase von unserer Baureihe 10 in Spur 1 und ich lade Sie ein, auf unserem YouTube-Kanal eine neue Kategorie mitzuverfolgen, den Blick durchs Schlüsselloch. Ich möchte Ihnen ein bisschen zeigen, wie die Prozesse bei uns ablaufen, wie die Qualitätssicherung stattfindet und nehme sie jetzt mit und wünsche Ihnen damit viel Freude und Spaß. Ja, nachdem die Lokomotiven angeliefert wurden, entweder durch Luftfracht, Seefracht oder auch über Zug mit einem Container, werden sie erst einmal hier bei uns eingelagert, sortiert. Wir müssen als allererstes prüfen, ob die Varianten und Versionen in der Anzahl, wie wir sie bestellt haben, auch tatsächlich hier in Lauingen eingetroffen sind, ob was fehlt, ob was schiefgegangen ist oder eben ob auch alles in Ordnung ist. Alle Lokomotiven haben bei uns eine Seriennummer, die wir hier außen am Karton auch angeschrieben haben. Diese Seriennummer ist als Ads-Schild auf Lokomotive und Tender, auch auf dem inneren Karton, auf den Stellbrettern und eben auch auf dem äußeren Versandkarton. Und diese Seriennummer ist sehr wichtig, denn mit dieser Seriennummer verfolgen wir zum einen die Qualitätssicherung bei uns intern, aber dann auch die Auslieferung. Wir wissen also, wann welches Modell wohin geliefert wurde. Und damit wir das machen können, ist es tatsächlich so, dass wir jedes Modell selbstverständlich hier in Lauingen einzeln auspacken, begutachten, prüfen, teilweise programmieren und auf Platinen Updates aufspielen und dann erst wieder, wenn alles in Ordnung ist, bekommt es das Prüfprotokoll von uns, wird fertig verpackt, bekommt das Zubehör noch dazu und geht dann in den Versand. Und den Prozess schauen wir uns jetzt mal kurz an. Hier ist jetzt schon eine Lokomotive, die ausgepackt wurde. Da steht jetzt hier der normale Umkarton, der diesen Schmuckkarton schützt. Die Lokomotive ist jetzt im Prinzip bereit und mit der gehen wir jetzt mal rüber zu unserer Qualitätssicherung und Prüfung. So, in dem ersten Schritt kommt die Lokomotive hier auf das Regal, wird abgestellt. In diesem Bereich, den wir jetzt hier sehen, ist tatsächlich sozusagen der Beginn unserer Qualitätssicherung. Speziell jetzt bei der Baureihe 10 müssen wir auch den Rauchentwickler ausbauen. Es gibt ein neues Update für die Firmware mit neuen Funktionen und besseren Funktionen. Und das wollen wir natürlich unseren Kunden auch zukommen lassen. Deswegen müssen wir hier in Lauingen eben nicht nur die Lokomotiven prüfen und testen, sondern tatsächlich auch Updates aufspielen. Und in dem speziellen Fall müssen wir an den Prozessor des Rauchentwicklers, der muss also dafür leider ausgebaut werden. Das geschieht also hier, die Lokomotiven, die hier stehen, sind bereits fertig zum Ausbau des Rauchentwicklers. Es wird dann alles in so kleine Laufkästchen eingepflegt. Da wird dann oben die aktuelle Seriennummer angeschrieben, genauso wie hier auf den Puffern von den Modellen. Das ist für uns eine Arbeitserleichterung, damit man schneller sieht, welche Seriennummer von diesem Modell gerade bearbeitet wird. Also das gehört dann immer zusammen. Wenn der Rauchentwickler ausgebaut ist, das sehen wir dann nachher auf der anderen Seite, kommt die Lokomotive hier auf unseren Programmierstand. Wir können also insgesamt 8 Modelle gleichzeitig programmieren. Wir sehen es jetzt hier an dem Monitor, dass das Programm schon komplett durchgelaufen ist, dass hier alles in Ordnung ist. Es wird also alles mit grün angezeigt. Würde da was schief laufen, zum Beispiel bei der Soundprogrammierung oder bei dem Firmware-Update der Decoder, würde das mit einem roten Warnbalken gekennzeichnet. Das ist aber soweit alles okay. Sie sehen hier die Lokomotiven bereits mit ausgebautem Rauchentwickler. Also während wir den Rauchentwickler updaten, wird hier auch der Sound geupdatet und die Lokomotive für den finalen Serienzustand programmiert. Wenn sie dann hier programmiert sind, dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Jetzt haben wir hier gerade einen unserer Techniker, der die Rauchentwickler dann wieder einbaut in die Lokomotiven. Es ist natürlich eine angenehme Arbeitshöhe, so etwa auf Brusthöhe die Lokomotive zu haben. Sonst müsste man sich den ganzen Tag bücken, um in die Kessel reinzuschauen. Und so lässt sich dann doch relativ gut arbeiten. Also auf dieser Seite von unserem Inspektionstisch werden dann, nachdem
der Sound sein Update bekommen hat und der Fahrdecoder und eben auch die Rauchentwickler ihr Update bekommen haben, wenn sie eingebaut. So schaut es also aus. Das sind diese Laufkästchen, die dann von drüben kommen, wo die ganzen Einzelteile, in dem Fall der Rauchkammerring, Rauchkammertüre, der Rauchentwickler selber mit seinem Anschlussstutzen, den er eben braucht, innen, um die Leitungen abzudichten. Das ist jetzt im Prinzip das, was wir wieder erst ausgebaut haben und jetzt wieder einbauen in die Lokomotive. Das geschieht hier. Wenn dann die Lokomotive wieder komplett ist, wenn also alle Updates erledigt sind, alle Teile wieder montiert sind, dann kommt sie hier zur Qualitätssicherung. Wir haben hier oben Gleise, wir haben auch Gleise mit der direkten S-Kurve im 1020er Radius, jetzt in Spur 1, was speziell ja auch für die Baureihe 10 eine gewisse Herausforderung ist, aber sie meistert es hervorragend. Hier testen wir die Loks, prüfen alle Funktionen, prüfen letzten Endes den Rauchentwickler, den Sound, die LED-Funktionen, schauen uns die Anschriften an, schauen uns die Zierleisten an zum Beispiel, schauen uns die Lackierung an, ob alles in Ordnung ist. Wenn das passt und wenn da alles stimmt, dann kommt die Lokomotive wieder hier oben rauf und wird dann abgeholt und wird eingepackt. Passt was nicht, dann landet sie hier hinter mir in diesem Regal. In dem Regal sind es Lokomotiven drin, bei denen wir irgendwas festgestellt haben. Da gibt es kleinere Reparaturen, auch mal größere Reparaturen. Ich nehme jetzt hier mal eine raus. Es ist die Lokomotive mit der Seriennummer Endnummer 258, eine 10001, und da gibt es Mängelzettel. Wir haben diese Mängelzettel mehrsprachig verfasst. Wir haben es also einmal in Deutsch, wir haben es in Englisch, wir haben es in Chinesisch und in Koreanisch, weil wir mit Südkorea und mit China eben sehr viel zusammengearbeitet haben und arbeiten. Und zu gesunden Zeiten, wenn nicht gerade Corona ist, ist es durchaus auch mal so, dass Techniker aus Asien uns hier unterstützen, wenn jetzt überdurchschnittlich viele Reparaturen oder Modifikationen bei einem Modell anfallen würden. Und deswegen ist es hier viersprachig ausgeführt. Und wir können jetzt hier sehen, die Lokomotive hat sonstige Mängel. Da steht dann also dran hier, dass die Lok den Gummiwulst zum Tender hinten dran, dass der lose war, dass man den wieder ankleben muss und fixieren muss. Da haben wir jetzt auch schon einen grünen Haken drauf. Das ist also bei dem Modell schon erledigt. Das steht jetzt hier schon wieder nach der Reparatur, um nochmal geprüft zu werden. Und wenn die Prüfung dann erfolgt ist, dann kommt sie wieder in ihren Karton rein mit der gleichen Seriennummer. Und wenn das alles erledigt ist, da kommen also Handschuhe noch rein, die Pipette, das Dampfdestillat. Wir überprüfen das ganze Zubehör, was wir mitliefern, die An- und Zurüstteile. Es kommt das Prüfprotokoll mit rein, das wir hier dann ausfüllen und unsere Techniker ausfüllen, die namentlich unterschreiben und auch das Prüfdatum und eben auch die Seriennummer vermerken. Und so können wir dann wirklich von Eintreffen hier in Lauingen bis zum Versand an Sie als Kunde oder auch zu Ihrem Händler die Lokomotive sauber nachverfolgen. Was ist da alles geschehen? Ist die von uns auch geprüft worden? Geht sie sauber raus? Und so wird wirklich jedes Modell einzeln überprüft, angeschaut, damit die Qualität die ist, die Sie erwarten, nämlich die von KM1. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen schönen Einblick gewähren hier durchs Schlüsselloch in unsere Qualitätssicherung und in unsere Werkstatt, unser Lager, und wünsche Ihnen mit Ihrem Modell hoffentlich bald viel Spaß.